Hallo, hier ist Heinz Bader von Bader Sales Consulting, www.heinzbader.de und Etikette Blog. Hier wieder einige aktuelle Informationen zum Thema Stil, Business Etikette und gutem Benehmen. Diese Woche haben wir uns wieder um zwei sehr interessante Themen, dieses Mal aus dem Bereich Gesellschaftsetikette bemüht. Und zwar die Frage einmal nach dem Fischbesteck und einmal, was mache ich, wenn ich zu spät ins Theater komme? Bei welchem Fisch ist die Frage, wird denn normalerweise kein Fischbesteck benutzt? Beim Matthias-Hering, bei der Forelle, beim Karpfen oder beim Räucheraal? Und als Antwort hier hat sich ganz allgemein aus praktischen Gründen herausgestellt und eingebürgert, dass aufgrund ihrer Festigkeit gerade beim Matthias-Hering und beim Räucheraal mit dem gewöhnlichen Besteck gegessen und gespeist wird. Und zur zweiten Frage, was machen Sie, wenn Sie zu spät ins Theater kommen? Sie wollen sich zu Ihrem Platz in der Mitte einer Sitzreihe im Theater durchkämpfen. Worauf müssen Sie, sollten Sie achten? Entweder während Sie durch die Reihen gehen, drehen Sie sich mit dem Gesicht zu den bereits Sitzenden, oder während Sie durch die Reihen gehen, drehen Sie sich mit dem Rücken zu den bereits Sitzenden. Dritte Variante, obwohl die Vorstellung bereits begonnen hat, beharren Sie auf Ihr Recht auf einen Sitzplatz. Oder Variante Nummer 4, Sie bitten die Reihe aufzustehen, damit Sie besser durchkommen. Und hier ganz klar die Antwort, den Sitzenden den Rücken zu kehren, gilt allgemein als verpönt. Wenn man mit dem Vorstellungsbeginn überhaupt noch oder nach dem Vorstellungsbeginn überhaupt noch in den Saal gelassen wird, sollte man bis zur Pause gerade im Theater am Rand stehen bleiben, um niemanden zu stören. Ähnlich ist es aber auch mit den Stuhl- oder Sitzreihen im Kino, zum Beispiel bei Konzerten oder Veranstaltungen. Wo auch immer Sie an bereits Sitzenden vorbeischlängeln sich wollen. Es macht einfach keinen Spaß für die Sitzenden und sei der Po auch noch so knackig, wenn ein Hintern so an der Nase vorbeischleicht. Beachten Sie bitte aber auch, dass Sie dann eben hier ganz klar und höflich mit dem Gesicht zu den bereits Sitzenden sich zu Ihrem Platz durchschlängeln. Übrigens mit einer Ausnahme, und die ist in der Kirche. In der Kirche wird das Gesicht stets dem Altar zugewendet, deshalb wird dort auch eher nachgerückt.